Ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss. Ich bin Dominik Pelko, ich leite hier das Institut für Medien und Schulen. Wir sind der Veranstalter von dieser Tagung, das wissen Sie alle. Und wir machen an unserem Institut ein ganz breites Spektrum von Aktivitäten. Wir entwickeln viele Sachen, wir bauen Software, produzieren Content, aber wir machen eben auch eine ganze Menge empirischer Studien. Und das, was ich heute Ihnen zeigen möchte, ist eine empirische Studie. Und ich probiere das aber so darzustellen, dass auch irgendwie Leute, die nicht jeden Tag irgendwie Wissenschaft lesen, noch eigentlich gut kapieren können, was da Sache ist. Und wenn irgendwas unverständlich ist, bitte einfach direkt nachfragen. Ja, das ist kein Problem. Diese Grundsatzfrage, mehr Computer gleich mehr Computereinsatz im Unterricht, die ist sehr grundsätzlich, weil ich zum Beispiel von vielen Leuten, die, sobald man sagt, wir brauchen mehr Geld, um Geräte zu beschaffen, sagen die, ja, das ist das. Das zu befürchten ist der Sprachlabor-Effekt. Ja, da kauft man für teures Geld große Mengen an Infrastruktur, die dann herumsteht und nicht benutzt wird. Deshalb ist die eine der wichtigsten Fragen, wenn man Leute eigentlich davon überzeugen will, dass solche Investitionen tatsächlich auch zu dem führen, was man eigentlich will, nämlich einen Einbezug neuer Medien in Unterricht, da muss man eigentlich schon genau hinschauen, dass diese Leute verstehen, dass das tatsächlich Sinn machen kann. Heute ist es häufig so. Der amerikanische Erziehungswissenschaftler, Mathematiker Seymour Papert ist heute auch schon gefallen, der Name, hat mal einen schönen Vergleich gemacht. Wenn ein Arzt, der vor mehreren hundert Jahren praktiziert hat, in ein heutiges Krankenhaus käme, dann wäre er vermutlich ziemlich erstaunt von dem, was er da antrifft. Also, vieles käme ihm wie Magie vor, das, was man machen kann, und auch er wäre vermutlich verwirrt von den ganzen Bildschirmen, die da rumstehen und der ganzen Computertechnologie, die eigentlich das Wohlergehen der Menschen sichert. Also allein in diesem Operationssaal hier sehe ich jetzt auf Anhieb vier größere Displays und es sind noch mehr kleinere Displays an den ganzen Geräten. Hier wird also viel mit Computern gemacht. Und muss man sagen, ja, wahrscheinlich bringt das was. Also noch krasser ist dann, wenn man zum Beispiel bei lebensverlängernden Maßnahmen guckt oder in der Neonatologie, wo die ganz kleinen Babys da liegen. Also da sind noch viel mehr Monitore als das da. Also in Krankenhäusern spielen Computertechnologie heute eine ganz wesentliche Rolle. Man könnte sogar sagen, es gibt kaum noch Berufe, in denen Computertechnologie nicht ganz drastisch das Berufsbild verändert hat. Teilweise sind ganze Berufssparten ja weggefallen, einfach durch die Digitalisierung dieser Bereiche. Und wie ist es jetzt in der Schule? Seymour Papert behauptet, wenn ein Lehrer, der vor 150 Jahren unterrichtet hätte, in ein heutiges Schulzimmer käme, dann wird er sich vielleicht über das eine oder andere wundern, vielleicht, dass Mädchen und Jungen zusammensitzen, dass vielleicht irgendwie so viel durcheinander geschwätzt wird, aber ansonsten könnte er den Unterricht eigentlich gerade weiter fortführen. Also, dramatische Änderungen haben da nicht stattgefunden. Wenn wir hier auf das Foto gucken, das Einzige, was wir an Technik sehen, ist da vielleicht der Hellraumprojektor ganz links im Bild und die elektronische Uhr da oben. Ja. Aber das ist, ich würde behaupten, in den meisten Klassenräumen sieht es in etwa so aus, wenn es Computer gibt, dann stehen die da hinten in der Ecke. Ja, das ist dann so eine Medienecke. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Spannweite ist ganz breit. Das ist eigentlich eine vernichtende Diagnose von Seymour Papert. Die hat er Mitte der 90er Jahre gemacht. Und die Frage ist, ist das heute auch noch so? Oder ist es überhaupt so? Müssen wir uns diesen Schuh anziehen, den er uns dahin streckt? Und PISA 2009, die Ergebnisse sind gerade rausgekommen. Es gibt noch keinen offiziellen Bericht dazu, aber man kann sich die Daten von der entsprechenden Homepage der OECD herunterladen und man kann eigene Auswertungen machen mit diesen Daten, das habe ich jetzt mal gemacht. Und ich habe einfach mal geguckt, wie häufig nutzen denn Schülerinnen und Schüler verschiedener Länder Computer privat, wie häufig nutzen sie sie privat für schulische Zwecke, also für Hausaufgaben, und wie häufig nutzen sie sie denn in der Schule. Und ich habe jetzt hier die Prozentwerte der Schülerinnen und Schüler genommen, die angeben, das täglich oder mehrfach wöchentlich zu tun. Und man kann sagen, das sind die Schweiz und unsere Nachbarländer und das da oben sind die drei Spitzenreiter. Und da kann man sehr schön sehen, bei der Computernutzung, Computer-Internetnutzung in der Freizeit, das geht
alles so über 90% gegen 100% geht das. Fast 100% der Schülerinnen und Schüler sagen, 15-jährige Schülerinnen und Schüler sagen bei PISA 2009, jawohl, wir nutzen Computer täglich oder mehrfach wöchentlich zu Hause für Freizeitzwecke. Für schulische Zwecke sieht das ganz anders aus. In Dänemark sind es doch 3/4, die sagen, ja, zu Hause nutzen wir das Computer und Internet für schulische Zwecke. In Österreich sind es etwas über 60%, in der Schweiz sind es noch etwas über 50% und in Deutschland sind es gegen 60%. So, jetzt, wie häufig nutzen jetzt Computer und Internet in der Schule? Man muss immer dazu sagen, fast 100% geben an, sie haben sowas zur Verfügung irgendwo in ihrer Schule. Und da muss man sagen, Deutschland irgendwie sowas zwischen 30% und 40% und in der Schweiz sind das 48%, glaube ich, sind es, der Schülerinnen und Schüler, die sagen, wir nutzen das regelmäßig mehrfach wöchentlich in der Schule solche Technologien. Also die Hälfte der Schweizer Schülerinnen und Schüler nutzt wenigstens wöchentlich Computer in der Schule. Ist das jetzt viel oder wenig? Stimmt jetzt die Diagnose von Simon Herbert, dass sie nichts verändert hat? Schwer zu sagen. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ist im Moment eine komische Situation. Aber das darf man sagen, die Schweiz liegt mit diesen Zahlen weit unter dem OECD-Durchschnitt und bewegt sich in der im hinteren Drittel der Länder, was die Computernutzung in der Schule betrifft. Jetzt, wenn wir eben den Vortrag von Christoph Dernbaufer gehört haben, war dieser ein kulturpessimistisches Statement zum Schluss, müssen wir uns fragen, ist das ein Problem für die mittellangfristige Entwicklung der Schweiz, dass das so ist. Das war jetzt die Sicht der Schülerinnen und Schüler von 2009 und man muss sich ja fragen, wie sehen denn das jetzt bitte die Lehrpersonen und die ICT-Verantwortlichen an den Schulen? Und dazu gab es jetzt schon länger keine Befragung mehr. Die letzte, die haben wir durchgeführt, zusammen, also der Jean-Luc Carrer und ich, im Auftrag des BBT und der EDEKA und in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik und zwar 2007, da gibt es auch einen Bericht dazu. Und das ist aber nur ein sehr beschreibender, deskriptiver Bericht, wo wir so ein paar Prozentzahlen aufstellen, aber wir sagen wenig über Zusammenhänge. Und was ich heute präsentieren möchte, ist ein paar Zusammenhänge. Aus der Theorie wissen wir nämlich, es reicht nicht aus, dass Lehrpersonen einfach nur Zugang haben zu Geräten, sondern da ist noch mehr nötig. Also Lehrpersonen brauchen Zugang zu Geräten und sie brauchen Kompetenzen, um diese Geräte einzusetzen und sie brauchen die Motivation, das zu tun. Und wenn irgendeine Komponente fehlt, dann wird es eben schwierig. Und auf Basis unserer Daten aus der Schweizer Befragung von 2007, ich verdichte das ein bisschen plakativ, kann man sagen, 35% der Schweizer Lehrpersonen in 2007, und zwar quer durch alle Stufen, haben tatsächlich Zugang zu ICT in ihrer Schule, haben die Kompetenz, das im Unterricht einzusetzen und die Motivation, das zu tun. 33% haben Zugang und Motivation, aber sagen von sich, sie haben keine Kompetenz. 17% haben Zugang, aber weder Motivation noch Kompetenz. 6% haben Zugang und Kompetenz, aber keine Motivation. 4% haben Motivation, aber weder Zugang noch Kompetenz. 3% kein Zugang, aber Motivation und Kompetenz. 3% haben gar nichts. Und 1% haben Kompetenz, aber weder Zugang noch Motivation. Und fragen wir uns ganz kurz, wo liegt das Problem? Wo liegt jetzt das Problem? Wo würden Sie denn diese Zahlen sehen, dass als eigentlich ein Problem erwarten? Ist es die Infrastruktur, ist es die Kompetenz oder ist es die Motivation? Man könnte ja sagen, wahrscheinlich ist es hier die Kompetenz. Ja, 33%, die 17%, über 50% sagen, sie haben nicht genug Kompetenz. So, aber das Spannende ist, und wie ist es mit der Infrastruktur? Keinen Zugang haben insgesamt, ja, vielleicht so 11%. Ja, also scheint es so zu sein, dass Infrastruktur eigentlich gar kein Problem ist. Oder? So, jetzt fragen wir mal die ICT-Verantwortlichen und die sehen die Sache so. Die äußern die Reihenfolge der Hinderungsgründe, warum Computer in Schulen nicht vermehrt eingesetzt werden. Erster Hinderungsgrund, also die kennen ihre Pappenheimer, kann man sagen, ja, unzureichende Kompetenzen der Lehrpersonen. 71% der ICT-Verantwortlichen sehen das als Haupthinderungsgrund. Aber an Platz 2 kommt dann erstaunlichermaßen, wenn man die Zahlen vorher sieht, und schon die ungenügende Anzahl Computer für Lernende.
Aber da ist natürlich ein bisschen was passiert. Eben habe ich nur gefragt, ja, gibt es denn Computer bei Ihnen, die Sie ansetzen können für Unterrichtszwecke? Die haben gesagt, unzureichende Anzahl. Also es kommt nicht nur darauf an, ob man da einen Computer hat oder nicht einen Computer, sondern auch die Frage, wie viele und wo und welche Qualität und so weiter und so weiter. Also es geht um mehr Fragen als einfach nur, gibt es. Als nächstes, Zeitmangel der Lehrpersonen, wenig Interesse, Motivation, fehlender Unterhalt, technischer Support, ungenügende Software für Unterrichtszwecke. Das sind so die nächsten Hinderungsgründe, die da angegeben werden. Wenn wir uns jetzt ein bisschen Gedanken machen, okay, offenbar ist diese Infrastruktur doch nicht ganz unwesentlich. Wie kann man Infrastruktur eigentlich charakterisieren? Also eine Facette von Infrastruktur ist sicherlich, wie viele Geräte habe ich? Ja, die Menge, habe ich ein Gerät im Klassenzimmer oder drei Geräte im Klassenzimmer oder im ganzen 10 Geräte oder hat jeder Schüler ein Gerät? Also wie viele Geräte? Zweites Problem, Qualität. Was für eine Qualität haben diese Geräte? Sind das die neuesten, schicksten mobilen Geräte oder sind das alte, durcheinandergewürfelte Workstations, die irgendwo ausgemustert wurden? Haben die einheitliche Software, sind die gut gewartet, funktioniert da alles oder funktioniert das nur heterogen? Auf dem einen geht die Grafikkarte nicht, auf dem anderen die Soundkarte nicht oder was? Was ist das Problem? Also Qualität spielt eine Rolle. Nächste Rolle ist die Flexibilität, würde ich sagen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich quasi Computer so organisiere wie Ankersdorf-Schule, ja, die Sie da sehen, also sehr frontal ausgerichtet. Solche Klassenräume, also Computerräume, ja, wo Kinder verschwinden hinter den riesigen Kisten, quasi wo die Technik den Raum dominiert. Oder haben Sie Flexibilität in Ihrer schulischen Medienausstattung, wo quasi solche werkstattartigen Unterrichtsräume ganz natürlich ergänzt werden durch Laptops oder Handys oder solche Geräte? Ich würde die Kernaspekte in eine kleine Typologie versuchen zusammenzufassen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Faktoren, die ganz elementar wichtig sind. Das eine ist die Quantität, wie viele Geräte habe ich als Lehrer zur Verfügung, und das zweite ist die Flexibilität. Und wenn ich zum Beispiel hohe Quantität habe und hohe Flexibilität, dann bin ich tatsächlich bei One-to-One-Computing oder bei Vollausstattung im Klassenraum. Sie merken also, One-to-One-Computing, die Frage der persönlichen Geräte, da kommen natürlich noch mehr Aspekte rein. Da geht es auch um Aspekte des Besitzes der Geräte, der persönlichen Ownership, dass ich einen langfristig auf diesen Geräten meine eigene Software installieren kann, meine Daten so organisieren kann, wie ich das möchte. Aber sowas lässt sich theoretisch auch mit anderen Sachen organisieren, mit solchen Sugar on a Stick oder Lernstick und solchen Sachen. Wenn ich eine Vollausstattung habe, dann kann ich diesen persönlichen Aspekt theoretisch auch so mit reinbringen. Oder indem ich Angebote in der Cloud nutze, also Cloud Computing, indem ich alles, was ich habe, auf dem Server habe und so weiter. Also das, von daher finde ich, dieser persönliche Aspekt, den kann man heute auf sehr verschiedene Arten und Weisen realisieren. Aber das bei der reinen Hardware, das kann man auch in der Software realisieren, aber bei der reinen Hardware, würde ich sagen, spielt die Quantität und die Flexibilität eine Rolle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel plus minus Quantität habe und ziemlich schlechte Flexibilität, dann stehen da irgendwo ein paar Geräte in der Bibliothek, wo ich dann nämlich mit der Klasse dislozieren muss in die Bibliothek, um mal was am Internet zu machen. Oder hohe Flexibilität, aber keine Quantität, das ist auch häufig der Fall, ja, ein einzelnes Gerät im Klassenraum, im Notebook, den der Lehrer selber mitbringt. Oder häufig auch einzelne Geräte im gemeinsamen Raum oder Klassensatz Notebooks ausleihen, ist viel Quantität, aber geringe Flexibilität, ich muss mich halt drum kümmern, dass ich die Dinge habe. Man muss sich jetzt fragen, was ist denn jetzt gut? Also als Wissenschaftler fragt man sich, bildet man dann Hypothesen. Und eine Hypothese könnte lauten, quantitativ bessere schulische Medienausstattung korrespondiert mit größerer diesbezüglicher Zufriedenheit der Lehrpersonen und häufigerer Mediennutzung im Unterricht. Zweite Hypothese, die man aufstellen kann, flexiblere schulische Medienausstattung korrespondiert mit größerer diesbezüglicher Zufriedenheit der Lehrpersonen und häufigerer Mediennutzung im Unterricht. Also je flexibler und
quantitativ mehr Geräte ich zur Verfügung habe, desto zufriedener bin ich mit dieser Infrastruktur und desto häufiger werde ich sie nutzen. Das sind quasi die Vorbedingungen dafür, dass ich sagen kann, ja, One-to-One-Projekte, die bringen tatsächlich was. One-to-One-Projekte, Sie wissen, das gibt es nur sehr wenige in der Schweiz, es sind ein paar wenige Pilotprojekte. Und das, was ich jetzt hier probiere, empirisch zu gucken, ist, ob quasi der Weg dahin eigentlich schon gewisse Effekte zeigt. Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich zwei Stichproben. Ich habe eine Stichprobe der ICT-Schulverantwortlichen, also der Schuladministratoren. Das waren 643, das ist eine reduzierte Stichprobe. Ich gucke mir nur Volksschule an hier. Also alles, was Berufsschule, Gymnasien, Kindergarten, Unterstufe, also Kindergarten ist, das habe ich rausgekippt aus dieser Stichprobe, weil da vergleicht man teilweise dann Äpfel mit Birnen, wenn man das alles mit reinnimmt. Schon bei Primarschule und Sekundarstufe 1 sind das natürlich sehr unterschiedliche Schulkulturen, ist mir bewusst. Aber immerhin ist es Volksschule und die haben doch noch relativ ähnliche Rahmenbedingungen. Und die Lehrpersonen, auch nur Volksschule beziehe ich ein, und nur Lehrpersonen, die ein Pensum von mehr als 10 Lektionen haben. Also Leute, die tatsächlich mehrheitlich im Schuldienst arbeiten. Und auch nur solche, die keine Spezialfunktionen haben im Bereich ICT. Und wenn man die mit reinnimmt in solche Analysen, das ist eine ganz eigene Gruppe. Das sind hochgradig begeisterte Leute, die auch mit ganz wenigen Geräten noch Erstaunliches auf die Beine stellen. Und mich interessieren die ganz normalen Lehrpersonen, die keine ICT-Sonderfunktion haben, die keine Informatikunterricht geben oder irgendwas in dieser Art und Weise. Und jetzt ist die Frage, die ICT-Ausstattung der Schule, korrespondiert die mit der Zufriedenheit und der Nutzung von ICT durch Lehrpersonen? Also, wir können die Schulen zum Beispiel gruppieren. Wir können sagen, es gibt Schulen mit relativ schlechter Ausstattung, da kommen mehr als 10 Schüler auf ein Gerät. Es gibt Schulen mit mittlerer Ausstattung, die kommen bis 5 bis 10 Schüler pro Gerät. Und Schulen mit guter Ausstattung, die haben, da sind weniger als 5 Schüler, teilen sich ein Gerät. Und da hinten sehen Sie die Zahlen, also 148 Schulen gehören zu dem Typus in der Stichprobe, 343 zu dem, 144 zu dem. Keine Antwort in dem Bereich, haben auch ziemlich viele Schulen gegeben, 21%. Okay, wie sieht das aus? Das da oben ist die Zufriedenheit, das da unten ist die Nutzung. Was man auf Anhieb eigentlich sieht, die haben eingeschätzt, wie zufrieden sind sie mit der ICT-Infrastruktur, das finden sie sehr schlecht oder sehr gut. Und das hier ist eigentlich der Mittelwert der Einschätzung der Lehrpersonen an diesen Schulen. Und da sieht man, also ich sage es mal ganz grob, es gibt signifikante Unterschiede. Ja? Und zwar insbesondere unterscheiden sich die mit schlechter Ausstattung von den beiden anderen in der Zufriedenheit. Aber groß sind die Unterschiede nicht, das sehen Sie auch mit bloßem Auge. Das bewegt sich alles so zwischen ja, so Mittel und so eher gut. Also ob man jetzt viele Geräte hat an einer Schule oder wenige Geräte, erstaunlicherweise für mich, muss ich sagen, sind die Einschätzungen der Zufriedenheit relativ ähnlich. Aber bei der Nutzung, da sieht es dann anders aus. Sie sehen das. Wenn man eine schlechte Ausstattung hat, nutzt man die Geräte deutlich weniger häufig, als wenn man eine gute Ausstattung hat. Das hier bedeutet fast täglich, das hier bedeutet nie. Und das hier einmal pro Woche bis einmal im Monat. Also die mit schlechter Ausstattung sind drunter, die nutzen das seltener. Und die mit guter Ausstattung sind im Schnitt drüber. Also das heißt, in der Zufriedenheit macht das keinen großen Unterschied, aber in der Nutzungsfrequenz offenbar schon. Zweite Frage, die Flexibilität der Ausstattung. Es gibt Schulen ohne Notebooks, es gibt Schulen mit einem Notebook-Anteil und es gibt Schulen mit 100% Notebook-Anteil, allerdings sind das ziemlich wenig, das sind nur 20 innerhalb der ganzen Stichprobe. Aber die haben nichts als Notebooks. Sind jetzt die, die nichts als Notebooks haben, viel zufriedener und nutzen die diese Technologien sehr viel häufiger? Gleiche Grafik wie eben. Sie sehen, dass die Zufriedenheit unterscheidet sich nicht groß und die Nutzung unterscheidet sich auch nicht groß. Also das muss man sagen, das ist jetzt keine überwältigende Erkenntnis. Wir müssen wahrscheinlich noch differenzierter gucken. Es geht nämlich nicht einfach nur darum, im Grunde, wie viele Geräte man hat und ob Notebooks oder nicht, sondern auch, wie diese Geräte organisiert sind. Jede Schule hat ein Konzept und es gibt eben Schulen mit Computern im Klassenraum und im Informatikraum und noch mit Notebook-Pool.
Es gibt Schulen mit Computer im Klassenraum und Notebook-Pool, Schulen mit Computer im Klassenraum und Informatikraum, nur mit Computern im Klassenraum, nur Informatikraum und Notebook-Pool, nur Informatikraum oder Schulen gänzlich ohne Unterrichtscomputer. Und Sie sehen da wieder mit diesen Prozentwerten, wie sich das in etwa verteilt. Und wir müssen uns wieder genau die beiden Fragen fragen, wer ist zufriedener und wo wird es mehr genutzt? Die Zufriedenheiten, Sie sehen es. Einzelne signifikante Unterschiede, das sind hier diese Klammern, das sind diese, zwischen den beiden gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden. Also die da sind klar am zufriedensten, also aber es bewegt sich alles relativ in einem ähnlichen Bereich. Und die unterscheiden sich von denen, ja? Nur Informatikraum ist deutlich signifikant schlechter als die Schulen, die alles haben. Und Schulen, die alles haben, sind signifikant besser als nur Computer im Klassenraum. Man sieht es auch mit bloßem Auge, es gibt keine riesigen Unterschiede. So, jetzt die Nutzung. Jetzt wird es interessanter, hier sieht man tatsächlich Unterschiede. Alle Schulen, die auch Computer im Klassenzimmer haben, nutzen Computer signifikant häufiger als Schulen, die keine Computer im Klassenzimmer haben. Das heißt, man kann die Sache relativ salopp sagen, Computer im Informatikraum bringen nichts, Computer zur Ausleihe bringen nichts, Computer müssen im Schulzimmer stehen. Die müssen flexibel sein, die müssen gerade einschaltbar sein. Ich muss die nicht erst auf einen Plan eintragen, um zu schauen, ist denn das frei, der Informatikraum, der Notebook-Wagen. Es ist schön als zusätzliche Option, aber anscheinend diese vier nutzen ICT signifikant, hochsignifikant häufiger als diese vier. Wenn wir uns jetzt fragen wir nochmal die Lehrpersonen, haben sie Computer im Klassenzimmer und schauen hinterher uns an, ob die und wie viele Computer die im Klassenzimmer haben und schauen, ob das einen Unterschied macht. Also 168 Lehrpersonen unserer Stichprobe sagen, sie haben keine Computer im Klassenzimmer, 149 sagen, sie haben einen Computer im Klassenzimmer, 280 haben gesagt, sie haben 2 bis 4 Computer im Klassenzimmer und 52 haben gesagt, sie haben mehr als 5 Computer im Klassenzimmer und wir fragen uns wie immer die beiden gleichen Fragen, wie zufrieden sind die und wie häufig setzen die das ein. Zufriedenheit ist oben, Nutzung ist unten und was wir sagen können, die Zufriedenheit bewegt sich immer noch hier zwischen Mittel und eher gut und es gibt keine riesigen Unterschiede, aber die Nutzung ist dramatisch. Hier haben wir offenbar die Variable gefunden, die ziemlich, den Faktor gefunden, der ziemlich stark damit zusammenhängt, ob Medien eingesetzt werden im Unterricht oder nicht. Es macht einen Riesenunterschied, ob man keine Computer hat oder ob man einen Computer hat. Und dann macht es nochmal einen Riesenunterschied, ob man einen Computer hat oder ob man mehr Computer hat. Aber hier zwischen scheint es keinen großen Unterschied mehr zu geben, ob man 2 bis 4 oder 5 oder mehr hat. Auch interessant. Können wir uns gleich Gedanken darüber machen, warum das so sein könnte. Ich fasse mal zusammen ein Zwischenfazit, weil das waren jetzt alles eigentlich noch keine One-to-One-Projekte. Also das ist eigentlich nicht, eigentlich könnte man sagen, was ich jetzt erzählt habe, ist gar nicht Thema der Tagung, aber es sind interessante, hoffentlich interessante Vorbemerkungen zu der Frage, ob man One-to-One-Computing eigentlich fördern sollte. Zwischenfazit wäre, quantitativ bessere schulische Medienausstattung hat keinen großen Effekt, zeigt keinen großen Effekt auf die diesbezügliche Zufriedenheit der Lehrpersonen, aber zeigt einen positiven Effekt in Bezug auf die häufigere Mediennutzung im Unterricht. Flexiblere, einsatzbereitere schulische Medienausstattung zeigt keinen Einfluss auf die Zufriedenheit, aber sehr wohl einen Einfluss auf die häufigere Mediennutzung im Unterricht. Flexibler heißt für mich nicht nur ein Notebook, sondern einsatzbereit vor Ort. Okay, ich habe gesagt, es gibt komplexe Zusammenhänge und das sei jetzt nur angedeutet. Ich habe gesagt, Kompetenz, Motivation und Infrastruktur, man kann das statistisch probieren zu modellieren. Wie stark sind die Zusammenhänge? Wenn ich jetzt hier noch die Überzeugungen reinnehme und die Kompetenzen reinnehme in dieses Modell, sieht man, das hier sind die Zahlen. Das sind normierte Koeffizienten für die statistisch Interessierten unter Ihnen. Das heißt, die reichen von minus 1 bis 1. Und 1 wäre ein hochgradiger Zusammenhang, minus 1 wäre ein hochgradiger negativer Zusammenhang
Alles dazwischen sind irgendwelche Zusammenhänge, wobei so um die Punkt 20, Punkt 30 sind schwache Zusammenhänge, um die Punkt 50, Punkt 60 sind starke Zusammenhänge. Sie sehen, die Infrastruktur hat einen ziemlich starken Zusammenhang mit einem Koeffizienten von Punkt 60 auf die tatsächliche Nutzung, deren Überzeugungen und Kompetenzen haben auch einen Zusammenhang auf die Nutzung, aber es ist gar nicht so stark. Kompetenzen korreliert mit der Infrastruktur in diesem Gesamtmodell. Es hat einfach damit zu tun, dass man gewisse Kompetenzen einfach braucht, um kompetent mit unterschiedlichen Infrastrukturen umzugehen. Und Überzeugungen und Kompetenzen, das korreliert natürlich auch, ist ja klar. Wenn man motiviert ist, eignet man sich die entsprechenden Kompetenzen an. Wenn man sie sich angeeignet hat, ist es motivierender, damit zu arbeiten. Das ist relativ eigentlich logisch, was da dargestellt wird. Dieses Modell, das ist gar nicht unbedingt, das ist zwar jetzt auf Basis dieser Daten entstanden, hat auch einen relativ guten Fit für die Leute, die sich dafür interessieren. Aber das Modell ist eigentlich ein internationales Modell, das nennt man Skill-Will- und Tool-Modell, zum Beispiel Christensen und Knesek sind die zwei Autoren, die das häufig bringen, oder Vihera und Normella, haben noch ein anderes Modell dazu gebildet. Das findet sich immer wieder bestätigt, dieses Modell. Und was mich jetzt hier überrascht hat in unseren Analysen für die Schweiz, ist, wie groß die Rolle ist, die die Infrastruktur tatsächlich spielt. Die Infrastruktur scheint eine große Rolle zu spielen. Gut, also gehen wir noch kurz auf 1:1 Projekte ein. Was wissen wir jetzt aus der Forschung über 1:1 Projekte, wo die Infrastruktur natürlich relativ gut ist? Führt das zu erhöhter Zufriedenheit und erhöhter Nutzung? In der Schweiz haben wir dazu noch keine Daten. Ja, es gibt erst einzelne Pilotprojekte, man muss noch nicht anfangen da. Das ist wie wenn man quasi Leute das erste Mal auf Ski stellt und dann stellt sich unten schon mit der Stoppuhr hin. Das bringt wenig. Das sind Projekte, die relativ lange Anlaufzeit brauchen. Aber es gibt weltweit natürlich viele Projekte, die das gemacht haben. Eines der berühmtesten, aus meiner Kenntnis wahrscheinlich, das erste, was so prominent in dieser Größenordnung sich damit beschäftigt hat, war das Anytime Anywhere Learning Project in den USA. Das wurde von Microsoft und Toshiba gesponsert. Und da gab es dann den sogenannten Rockman Report, das ist der Bericht, der quasi diese über mehrere Jahre hinweg, ich glaube am Schluss waren es 4-5 Jahre, die das Projekt lief, immer wieder die Sachen zusammengefasst hat. Ich probiere das noch präziser zusammenzufassen. Erstens, die Dinger werden mehr eingesetzt als jegliche andere Form von ICT-Infrastruktur. Zweitens, es lassen sich neue Lernformen beobachten, als bisher in diesem Computerraum der Fall war. Die Akzeptanz bei den Lehrpersonen ist sehr positiv gewesen in diesem Anytime Anywhere Learning Project. Und der Rockman Report sagt allerdings auch, die Bedingungen sind wichtig. Es reicht nicht, einfach nur Geräte hinzustellen. Das muss begleitet werden, Prozess der Schulentwicklung durch Weiterbildung mit und durch Lehrplanarbeit, also mit Lehrmittelentwicklung und so weiter und so weiter. Und was in den USA immer ein sehr großes Thema ist, wenn man jetzt damit arbeitet, Sie wissen das vielleicht, da gibt es immer standardisierte Tests, das kommt bei uns in der Schweiz natürlich auch, mit Klassencockpit und ähnlichen Sachen, solche Lernstandserhebungen. In den USA ist immer die Frage, wenn wir jetzt diese Geräte einsetzen, verbessern sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Mathe, in Deutsch und so weiter, in diesen standardisierten Tests, denen sich alle Schülerinnen und Schüler unterziehen müssen. Und da gab es noch keine überzeugenden Befunde aus diesem Projekt. Ein anderes Projekt kommt aus Deutschland, das möchte ich auch hervorheben. An unserer letzten Tagung wurde das präsentiert und ist das 1000x1000 Notebooks im Schulranzenprojekt aus Niedersachsen. Wurde evaluiert von der Heike Schaumburg und anderen, Sigrid Blömicke. Und da hat man Schülern auch persönliche Notebooks abgegeben, da waren glaube ich 5 Schulen beteiligt, über 1000 Schüler, und das hat man also auch sehr gründlich evaluiert, man hat die Schüler getestet am Schluss, und sehr umfangreiche Befragungen aller Beteiligten. Und da konnte man sagen, ICT-Nutzung auch hier, jawohl, ja, es wird häufiger eingesetzt als in den Kontrollgruppen, neue Lernformen sind zu beobachten, man hat ein Plus an Medienkompetenz festgestellt, also es ist eine Vorher-Nachher-Messung mit Kontrollgruppe gewesen. Die Akzeptanz war plus-minus. Also die Lehrpersonen waren gar nicht so begeistert, sondern teilweise auch verunsichert. Also das war auch im Gegensatz zum Rockman Report, wo das noch alles so sehr ungebrochen positiv daherkommt, war das hier ein bisschen
ambivalent und die Bedingungen sind auch hier wichtig. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur Geräte anzubieten. Und es gibt viele, viele solcher Projekte mehr. Und es gibt mittlerweile natürlich auch wissenschaftliche Fachartikel, die all diese Projekte, die vielen, vielen Projekte auf kleinerer, größerer Art zusammenfassen. Das sind solche sogenannten Review-Artikel. Und das hier sind zwei halbwegs aktuelle von Daniel und von Bethel. Und die sagen eigentlich übereinstimmend, diese ganzen Studien haben uns bisher gezeigt, es wird intensiver eingesetzt, es sind neue Lernformen zu beobachten, Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen steigt, die Schulleistung hat man ambivalente Befunde, also es gibt keinen klaren Zusammenhang damit, dass jetzt, wenn man diese Geräte abgibt, sie noch die Schulleistung steigt in den getesteten Fächern. Akzeptanz, auch da plus minus. Das heißt, die sind, also in den USA, Sie haben das gehört, werden viele Projekte auch wieder eingestampft, weil die Lehrpersonen einfach finden, da häufen sich Disziplinprobleme und das wollen wir nicht. Und von daher gibt es wirklich ein ambivalentes Bild und auch da wird natürlich gesagt, alle Bedingungen sind nicht. Technologie alleine natürlich. So, jetzt möchte ich nochmal alles zusammenfassen. Das ist meine letzte Folie. Und, ich liege, glaube ich, gar nicht schlecht in der Zeit. Gute Infrastruktur ist entscheidend. Es ist wirklich so, ich würde sagen, Sie können Lehrpersonen weiterbilden, die haben dann am Ende gute Kompetenzen und auch eine hohe Motivation. Wenn die keine Infrastruktur haben, ja, ohne Wasser kann man nicht schwimmen. Also schwierig. Ja, kann das zwar schon auf dem Trockenen machen, aber es ist eine unlustige Sache. Das heißt, Sie brauchen Geräte, mit denen Sie mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Sie brauchen eine genügende Anzahl von Geräten und die brauchen Sie nicht irgendwo, sondern im Klassenzimmer. Ansonsten wird es zu aufwendig, sie anzuschalten. Es ist schon aufwendig, Geräte anzuschalten, die im Klassenzimmer sind. Und da fürchten sich viele Lehrpersonen. Drücken auf den Knopf, dann vergehen erstmal 3 Minuten, bis die Kiste hochgefahren ist. Ja, bei älteren Geräten dauert das sogar noch länger. Also, macht man das wirklich? Oder hat man nicht lieber Geräte, die man instant on haben? Handys, iPads, Notebooks, die man einfach aufklappt aus dem Standby und so weiter. 1:1-Ausstattung, das gibt es zwar in der Schweiz noch nicht und wir haben keine empirischen Befunde aus der Schweiz dazu, aber es ist international, das habe ich versucht zu zeigen, ein sehr erprobtes Modell. Es gibt seit Mitte der 90er Jahre große Projekte, ich habe wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt skizziert. Ich hoffe, Sie glauben mir das, sonst lesen Sie bitte diese Review-Artikel, die ich angegeben habe. Also das ist breit erprobt und es hat gezeigt, jawohl, wenn wir wollen, dass Computer eingesetzt werden in Schulen, dann ist das ein Modell, wie man das machen kann. Und die begleitenden Maßnahmen, die sind nötig. Sie fragen sich, warum habe ich auf diese Folie so ein paar Stifte draufgepackt? Wir haben es heute schon gehört. Wir haben die komische Situation, dass wir eigentlich ICT-Kompetenzen in einem umfassenden Sinn vermitteln wollen und bald auch sollen mit dem neuen Lehrplan 21 hier in der Schweiz. Aber wir haben nur wenig Geräte, mit denen wir das tun können. Es ist etwa so wie die Situation, als sollten wir Schreiben üben, aber wir haben nur einen Stift vorne am Lehrerpult für die ganze Klasse. Oder wir haben nur 3 Stifte, die stehen hinten in der Stiftecke im Klassenzimmer. Oder wir haben zwar einen ganzen Klassensatz Stifte, aber wir müssen die uns ausleihen und von mit einem Wagen über den Flur holen. Oder wir haben zwar Stifte, aber sie befinden sich in spezialisierten Stiftzimmern irgendwo. Jetzt könnte man zwar sagen, nein, wir stellen den Schülern allen ihren persönlichen Stift zur Verfügung und wir dürfen sie dann auch behalten, frei nutzen. Aber nur wenn sie sich verpflichten, damit nichts zu tun oder nichts zu schreiben, was irgendwie anstößig ist, auch nicht zu zeichnen. Oder wir machen das, wir lassen die Schülerinnen und Schüler ihre Stifte mitbringen, so wie das heute in Schulen gemacht wird. Ja, und Sie merken, worauf ich hinaus will, eventuell können Schülerinnen und Schüler auch ihre Geräte mitbringen. Vielleicht hätte man dann zwar vielleicht keine Vollausstattung, weil nicht alle Schülerinnen und Schüler solche Geräte haben, aber man hätte doch immerhin mehr als 5 Computer im Klassenzimmer. Das sind etwas ungeordnete Gedanken zum Schluss und ich hoffe, ich habe ein paar Anregungen geben können. Danke.
10 Minuten Zeit, um ein bisschen zu diskutieren. Ich möchte auf drei Sätze kurz eingehen, eigentlich eher bestätigen, als man diskutiert. Das eine ist das, was Sie gesagt haben, dass in den USA zum Teil das Geld wieder eingesammelt werden, weil die Schulen da nicht mitgearbeitet haben. Ich glaube, da sieht man, dass einfach die Bundesstaaten hingegangen sind, Technikausstattung in die Schulen gegeben haben, ohne aber zu schauen, was mache ich damit, wie ist die Infrastruktur insgesamt, wie bereite ich die Lehrer darauf vor. Das heißt, die Vision war, ich hätte 30 Laptops in eine Klasse und alles wird gut. Das hat nicht funktioniert. Der zweite Schritt ist das Modell von Frau Schaumburg, N21 in Niedersachsen, ist nach 2007, wo sie die Evaluation gemacht hat, weitergegangen. Das war damals in dem Föderalismus kurz. Niedersachsen ist ein Bundesland und da gibt es eben wieder viele Landkreise. Damals waren es 4 Landkreise und 5 Schulen. Das ist mittlerweile auf das gesamte Land Niedersachsen ausgeweitet und das sind über 250 Schulen in Niedersachsen, die mit 1:1 Projekten arbeiten. Das haben Sie jetzt gerade wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, das weiß in Deutschland auch keiner, aber das ist unglaublich, wenn man sich das wirklich vorstellt, dass es 250 Schulen machen. Und das dritte ist die Sache mit den eigenen Notebooks. Es gibt eine Schule in Nordrhein-Westfalen, in Minden, die haben seit 6 Jahren elternfinanzierte Notebooks, die über die Schule organisiert werden, und haben auf einmal gemerkt, in den anderen Klassen sind auf einmal auch ganz viele Schüler, die bringen auch ihre Notebooks mit. Und die arbeiten mit dieser heterogenen Ausstattung, die einfach die Schüler mitbringen, weil die sagen, na gut, wenn das bei den anderen sinnvoll ist, warum ist es bei uns auch nicht so sinnvoll? Und die haben aus dem Stand raus einfach so bei der ersten Erhebung festgestellt, die haben eine 1:3 Ausstattung damit in der Klasse. Und das ist das, was man im Präsenzunterricht, ist deren Aussage, braucht. Ich meine, die Weiterbildungsbemühungen der letzten Jahre haben ja ganz stark darauf abgezielt, quasi mit dieser der unbefriedigenden Infrastruktursituation umgehen zu lernen. Also ich weiß nicht, wie viele Kaderkurse sich damit beschäftigt haben, zu sagen, ja, was können wir mit Medienecken machen? Wie kriegen wir das hin, da diese Medienecken sinnvoll zu nutzen mit Innendifferenzierung und Gruppenarbeit und so weiter und so weiter. Aber ich frage mich, klar, es war eine gute Zeit im Übergang, aber Binnendifferenzierung und Gruppenarbeit, das kann man natürlich auch machen, wenn jeder ein Gerät hat. Und das geht noch besser mit vielen Geräten als mit wenigen Geräten. Also das ist nicht daran gebunden, an solche Sachen. Also ich finde das spannende Bemerkung. Für mich ist auch die Frage, ist es diese, immer die Frage der einheitlichen Infrastruktur, die einfacher zu warten ist als anderes. Ja. Der Göbel hat in seiner frühen Empfehlung ja gesagt, lassen Sie sich keine Notebooks schenken, ja, sondern machen Sie wirklich, nehmen Sie ein Komplettpaket. Ich würde das mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen in Frage stellen, weil ich glaube, das Einzige, was ein Computer heute noch braucht, um sinnvoll damit arbeiten zu können, ist ein Browser. Den Rest hat man irgendwo in der Cloud, ja? Oder kann man in der Cloud haben, wenn man möchte. Irgendwo da Software as Service im Internet, da hat man, geht man auf eine Website, da hat man sein Word, da geht man auf eine andere Website, da hat man ein Präsentationsprogramm, geht man auf eine andere Website, da hat man einen Taschenrechner, geht man auf eine andere Website, also man hat eigentlich alles in der Tabellenkalkulation. Was mir jetzt, vielleicht habe ich es falsch verstanden, etwas zu kurz kommt, ist doch die Kompetenz der Lehrpersonen. Wenn wir nicht auch die These wagen und sagen, dort wo die Lehrpersonen sehr kompetent sind, sind halt auch die Schulen sehr gut ausgestattet, weil sie sich sehr für eine gute Ausstattung einsetzen. Also zumindest als ich noch unterrichtete, dann war es sehr entscheidend, wie sehr wir uns als Lehrpersonen einsetzen. Ganz im Zusammenhang, also das sieht man hier auch. Dieser Fall, das ist in Kompetenz und Infrastruktur. Das stimmt, also ich glaube, das ist ein Gesamtmodell, aber für mich ist, man braucht alles am Schluss. Man braucht alles, aber für mich ist jetzt die Frage, woran hapert es? Was ist der nächste Hebel, den wir ansetzen? Und ich habe wie das Gefühl, machen wir jetzt weiter, also ich komme nochmal auf mein Stiftbeispiel, machen wir Weiterbildung mit Lehrpersonen, die sie schreiben üben können, in einer ganzen Klasse mit 3 Stiften. Ja, oder konzentrieren wir unsere Weiterbildungsbemühungen auf andere Bereiche, weil diese komische Frage der Infrastruktur eigentlich ja, auf eine relativ natürliche Art und Weise gelöst ist. Ich finde es mittlerweile, ich meine, ich unterrichte hier an einer PH, wo jeder Student
Studentin ein Notebook besitzt. Und ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr anders vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie organisieren sollte, ja bitte, kann ich mal sagen, setzen sich in Gruppen zusammen in einem Notebook. Aber ich rechne trotzdem damit, dass in einer Gruppe von 40 mindestens 20 Notebooks da. Es gibt ja aber auch andere Ansätze, besonders bei der Gymnasium. Ja. Dass man in Gruppen, dass in Gruppen erlernen am Computer, wenn man am die Charakteristik ist. Haben Sie nicht danach gefragt oder ist das nie aufgetaucht? Doch, wir haben es gefragt. Wir haben das gefragt, wie oft machen die Gruppenarbeit. Das habe ich jetzt hier nicht eingezogen. Ich habe eine halbe Stunde. Also ich könnte jetzt weiterfragen und sagen, wie oft Gruppenarbeit, wie oft Projektarbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt sind die Leute mit dem Computer waren eher die Projektarbeitstypen, mit dem Notebook-Kurs sind eher Projektarbeitstypen und so weiter und so weiter. Also man kann da jetzt viel, viel weiterfragen, aber ich würde nochmal auf das Argument zurückkommen und sagen, ja, aber dann, das verhindert ja nicht, ja, wenn jetzt jeder ein persönliches Projekt hat, dass man dann Projektarbeit macht. Es erschließt mir mehr Möglichkeiten, aber es schränkt keine Möglichkeiten an. Hingegen, also ich glaube, ein Fehlschluss, den man haben kann, ist, dass man sagt, jetzt hat jeder Schüler ein persönliches Gerät, was machen wir jetzt damit? Prima, jetzt kann jeder Schüler ja einzeln an Lernsoftware üben. Also wieder in ein sehr stark frontales Unterrichtsschema zurückfallen. Ich glaube, das ist die Gefahr dabei, wenn man sagt, wir machen 1:1 Projekte. Dass man eigentlich wieder eine Computerraumsituation hat, obwohl was ganz anderes möglich wäre. Sondern worum es ja geht, ist, dass wir sagen, diese Geräte, wer hat das heute Morgen gesagt, ist nicht nur mehr, sondern anders. Das taucht in meinem Vortrag nicht so groß auf, aber da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Das heißt, diese Geräte, diese persönlichen Geräte werden ein Werkzeug zum persönlichen Wissensmanagement. Das ist ein sehr gutes Werkzeug, damit man Weblogs führen kann, Portfolios führen kann, filtern kann und so weiter und so weiter und so weiter. Ich meine, müssen Lehrer Angst haben, wenn im Unterricht getwittert wird? Das kommt auf einmal rüber. Wenn über Sachthemen getwittert wird, ja, hervorragend. Müssen Lehrer so Angst haben, wenn sie mit Handys fotografiert werden, oder das Tafelbild fotografiert wird? Ja, ich glaube nicht, nein. Und so weiter. Also man kann wirklich immer weiterdenken, immer Schritte weitergehen. Und ich glaube, das ist ein persönliches Werkzeug. Und es schließt Gruppenarbeiten nicht aus. Und ich habe immer ein bisschen Angst davor, sobald Leute von 1:1 Projekten überzeugt werden, dass wirklich dieses alte, es gibt so schöne Bilder von aus den 60er Jahren, wo die Teaching Machines drin waren, wo alle in Reihe und Glied sitzen vor diesen Kisten und dann drehen die da irgendwelche Kurbeln herum. Oder sowas. Und das ist quasi für mich so ein bisschen die Horrorvision. Ja. Nur vielleicht ganz schnell, im ganzen Bereich von heute würde ich mal interessieren, ob man Untersuchungen gemacht hat, was für finanzielle Auswirkungen das für Familien bedeutet. Ich meine, wenn jeder dann ein Handy hat, mit dem man ins Internet kann, mit dem man fotografieren kann, wird das heute kein Problem mehr. Was kostet das eine Familie? Ich bin Mutter, ich habe 4 Kinder. Kann ich mir das leisten, jedem meiner Kinder ein iPhone zu kaufen oder soll das die Schule kaufen? Das wäre für mich noch ein Ansatzpunkt, den man unbedingt diskutieren muss. Sehr viele Erfahrungen aus den ganzen US-Projekten und auch in Deutschland, die haben sich natürlich, in Deutschland ist das ein Totschlagargument. Also in Deutschland, es gibt kein Land auf der Welt, glaube ich, wo sensibler darauf reagiert wird, ob Einkommensunterschiede irgendwie eine Exklusion von bestimmten. Also, ja. Ja, vielleicht direkt dazu, man kann jetzt mittlerweile diese soziale Gerechtigkeit bei 1:1 bringen, kann man auch andersrum sehen. Es ist mittlerweile so, dass in Deutschland 12- bis 19-Jährige, das ist eine Studie, die im Herbst rausgekommen ist, zu 100% in Haushalten leben, in denen Computer vorhanden sind. So, und zu 80% haben sie sogar eigene Computer. Wenn die eigene Computer haben, ist es einfach nur eine Frage der Entscheidung, ist es ein Desktop-Rechner oder ist es ein Laptop, wir dürfen es mit in die Schule nehmen oder nicht. Das heißt, diese Frage, die Kosten aufzubringen, ist offensichtlich kein Hinderungsgrund auch für sozial Schwächergestellte. Jetzt kommt aber die nächste Frage, wo man gucken müsste, was machen die denn damit? So, und dann muss ich ja eigentlich andersrum sagen, das ist eine Aufgabe der sozialen Gerechtigkeit, zu sagen, ich gehe in die Schule und lerne in der Schule einen kompetenten Umgang mit diesen Geräten und lasse nicht bildungsferne Schichten mit den Geräten, was auch immer machen, aber nicht lernen. Also ich glaube, also ganz praktisch gesehen würde ich sagen, die meisten 1:1-Projekte haben irgendwelche soziale Klauseln
drin. Das heißt, es gibt eine Zubuchbarkeitsgrenze, wo gesagt wird, die Eltern, das können sie sich leisten, das sollen sie sich leisten, bitte kaufen Sie Ihrem Kind ein Notebook und bringen Sie es mit, wir empfehlen folgendes Gerät. Wie der Taschenrechner zum Beispiel. Und oft ist es sogar so, dass dann die Gemeinden oder die Kantone oder die Regionen, die haben dann besondere Verträge ausgehandelt, dass sie Geräte in einer Riesenstückzahl natürlich zu Vorzugskonditionen beziehen können. Das gibt es in der Schweiz ja im Universitätsbereich auch, also Werktum von der ETH ist das sowas. Und das wird verbunden mit einer Klausel, dass, wenn eine bestimmte Einkommensgrenze unterschritten wird, wird dazu bezahlt oder dann wird es auch von ganz übernommen. Und das kommt aber nach wie vor, ich glaube, bin jetzt unsicher, ob das wirklich billiger kommt, aber ich glaube, es kommt auf einen ähnlichen Bereich wie heute Computerbeschaffung, wo ja alle der Ansicht ist, es ist Aufgabe der Schule, die Computer zu kaufen, zur Verfügung zu stellen. Das müsste man auch tatsächlich vielleicht irgendwann mal hinterfragen. Ich meine, sonst müssen wir dann in der Sekundarstufe 2 noch mehr Themen anbieten, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie kann ich meine Steuern zahlen, wie kann ich meine Schulden bezahlen. Das ist ein Thema in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Das ist so. Aber das ist ja so, weil nicht die Schule vorgibt, das muss der Texas Instruments TX sowieso sein, sondern Handy ist frei. Und wenn ihr es habt, dann bringt es mit. Und dann brauche ich aber eines mit einem größeren Hintergrund oder mit einem besseren Abonnement, dann müsste man sie auch irgendwie generalisieren. Ja, ich meine, ich würde sagen, alle neuen Handys, die verkauft sind, sind alle wirelessfähig. Und in diesem Augenblick kann man einfach sagen, entstehen für Schüler, wenn sie das Internet über die Schule nutzen, keine Kosten mehr. Keine, überhaupt keine. Wenn sie das Handy privat nutzen, das ist immer noch ihre Sache. Also, ich denke, da muss man drüber nachdenken. Und aber es gibt, glaube ich, für alles mittlerweile relativ bewährte Lösungen. Aber man darf es nicht vergessen. Das Hauptproblem, warum das heute nicht gemacht wird, sind tatsächlich, das wird den Schülern nicht zugetraut, dass sie mit diesen Technologien verantwortlich umgehen können. Die Lehrpersonen haben dann Berührungsängste, weil es auf sie zurückfallen könnte, wenn was Schlimmes passiert. Und es gibt relativ wenig Toleranz, sowohl von Seiten der Schulbehörden als auch von Seiten der Eltern. Wenn tatsächlich irgendwas passiert, dann ist es sofort Schuld des Lehrers. Und das finde ich eine problematische Sache. Ja, da müsste tatsächlich ein Umdenken stattfinden, wenn man Richtung 1:1 Projekte gehen will. Da habe ich bei der letzten Tagung Input zu gemacht zum Thema ethische Bildung im Kontext von persönlichen Geräten. Den Vortrag kann man sich noch online anhören. Und ich glaube, das ist absolut elementar. Es geht nicht darum, Kindern zu verbieten, die Seiten gehst du nicht drauf, sondern es geht darum, dass sie einsehen, auf diese Seiten möchte ich nicht draufgehen. Das kann Schule vermitteln in 1:1 Projekten. Sieht man auch bei unserer Projektschule, dass wir das hinkriegen. Bis jetzt. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. 5 Minuten. Dankeschön.